Liebe Opernfreunde, heute Abend stehe ich hier vor dem Palau des Arts in Valencia, dem futuristischen Opernhaus, gebaut von Calatrava Valls. Es gab die valencianische Premiere des Falstaff mit Ambrogio Mestre in der Hauptrolle. Die Leute waren begeistert, das Haus nach Hygienebedingungen sehr gut ausgelastet, ebenso wie die beiden anderen Tage zuvor. Es begann diese kurze Opernreise auf Gran Canaria bei den Amigos Canarios de la Opera, die einen recht konservativen, aber dennoch eindrucksvollen Trovatore auf die Bühne stellten, mit Chacon Cruz in der Hauptrolle. Auch da im Auditorio Alfredo Kraus, große Begeisterung, Bravo-Rufe, Applaus. Und schließlich waren wir noch in Barcelona gestern mit dem modernen Einakter Lessons on Love and Violence von George Benjamin. Ein ganz anderes Publikum, aber auch hier wieder großes Interesse für die Oper. Also es ist eigentlich so, wie immer, wenn man hier in Spanien in der Oper ist, es gibt keine Alternative zu lebendigem, zu Live-Theater, zu Live-Oper. Und das hat sich wieder mal klar erwiesen hier in diesen 3 Tagen. Einen schönen Abend.